Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es ist eines der wichtigsten Themen offensichtlich, denn in vielen, vielen Diskussionen werde ich immer wieder gefragt, was gibt's Neues von den Außerirdischen? Bevor ich damit anfange in der heutigen Sendung, will ich noch mal kurz was zu einem Science-Fiction-Film sagen, der unlängst im Fernsehen kam und der vor einiger Zeit ja schon im Kino lief, nämlich Independence Day. Ich will Ihnen mal eines sagen. In diesem Film passiert etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Da schafft es einer, in den Computer von Außerirdischen, die also Billiarden Kilometer zu uns geflogen sind, die eine unglaubliche Technik verfügen, da schafft es einer, mit einem Apple-Laptop, glaube ich, ein Virus in den Computer der Außerirdischen hineinzutransportieren. Also eines will ich Ihnen mal sagen. Mit Außerirdischen, die nicht weitergekommen sind als Microsoft und Apple, will ich persönlich nichts zu tun haben. So das erstmal dazu. Aber was gibt es denn Neues von den Außerirdischen? Nämlich Neues, was über die Science-Fiction-Geschichte hinausgeht. Und es gibt eine Menge Neues. Es gibt nämlich neue Beobachtungen, die zeigen, dass es so viel Außerirdische, wie viele, viele Science-Fiction-Autoren sich vorstellen, unter Umständen gar nicht gibt. Ja. Was gibt's Neues? Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wo ich so genau anfangen soll. Am besten ist, ich fange bei uns vor der Haustür an. Der Mond. Nur der Mond ist ja der nächste Begleiter der Erde. Und was sehen Sie von dem Mond? Immer die gleiche Seite. Na, haben wir es doch. Warum? Nun, der Mond dreht sich nur genau einmal, wenn er sich einmal um die Erde dreht. Sowas nennt man synchronisierte Rotation. Das passiert dann, wenn zwei schwere Körper sehr eng, sehr nah beieinander sind und dann werden beide in ihrer Eigendrehung gebremst. Das ist diese Geschichte, Sie kennen das alle, wenn Sie schon mal an die Nordsee gefahren sind, Sie kommen morgens hin, es ist garantiert Ebbe, immer, hundertprozentig. Und diese Ebbe- und Flutgeschichte wird dadurch verursacht, dass der Mond durchaus eine im Vergleich zur Erde relativ große Masse hat, nämlich ein Achtstel Erdmasse, und die beiden Körper drehen sich umeinander und bremsen sich durch ihre Schwerkraft gegenseitig ab. Hätte die Erde keinen Mond, hätten wir einen Tag von 10 Stunden, würden manche sagen, naja, wäre die Arbeit schneller rum. Falsch. Denn wenn die Erde sich mit 10 Stunden drehen würde, dann gäbe sie gar nicht. Denn ein Planet, der sich so schnell dreht, der hat ein Wetter, das ist höllisch. Das Wettergeschehen hängt ja stark davon ab, wie schnell der Planet sich dreht. Und wenn wir hier uns mit 10 Stunden drehen würden, dann hätten wir hier Winde von durchschnittlich 500 Stundenkilometer. Und dann wären wir nicht, oder wenn wir wären, dann wären wir in jeder Hinsicht sehr flach. Also, das spielt offensichtlich für das Leben auf der Erde eine große Rolle, dass es diese Reibung gegeben hat, denn der Mond hat durch die Gezeitenreibung die Erde auf die heutigen 24 Stunden abgebremst. Was hat das mit den Außerirdischen zu tun? Jetzt kommen wir zu den Außerirdischen. Also, Leben gibt es normalerweise, was heißt normalerweise? Eigentlich geht es gar nicht, es gibt nur Leben um Sterne herum. Also ohne Sterne gibt es kein Leben. Warum? Nun, die Sterne sind die Energiequellen im Universum. Sie verbreiten um sich herum die Wärme. Jetzt kann man für unterschiedliche Sterne, es gibt ja kleine Sterne und es gibt große Sterne. Die kleinen Sterne sind kleiner als die Sonne, das heißt, sie haben weniger Leuchtkraft. Und große Sterne, also die, die sind größer als die Sonne, haben mehr Leuchtkraft. Man kann für jeden dieser Sterne ausrechnen, in welcher Zone ein Planet sein muss, damit er einigermaßen warm ist. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, was Sie für skeptische Gesichter machen. Was heißt hier schon einigermaßen warm? Man könnte ja zunächst mal sagen, ja, wo Wasser flüssig ist. Also zwischen 0 und 100 Grad, sagen wir mal. Dann gibt es ja Leute, die sagen, Moment, wir wissen ja inzwischen längst, dass es auch Lebewesen gibt, die weit oberhalb dieser Temperaturen existieren können. Das sind diese kleinen Bazillen, die Bakterien und Viren, die da im Meeresboden in der Nähe der sogenannten schwarzen Schlote existieren. Da sind Temperaturen weit über 100 Grad und die Bazillen, die vermehren sich da und die fühlen sich richtig wohl da. Also können wir das schon mal nicht nehmen. Es muss also, kann ein bisschen wärmer sein als 100 Grad Celsius. Wie ist es mit der Kälte? Nun, bei der Kälte ist es so, die Kälte, wenn es richtig kalt ist, wird die Chemie zu langsam. Aber geben wir ruhig minus 100 Grad Celsius. Also nehmen wir einen Temperaturbereich von minus 100 Grad Celsius bis, hier sind wir großzügig, 200 Grad. Ja, schon 200 Grad, schon heiß. Ne? Halten Sie mal Ihre Hand in 200 Grad heißes Wasser, ist nur noch Wasserdampf, Sie werden schreien. Nun, um jeden Stern herum gibt es also eine Zone, in der die Temperatur auf einem Planet so wäre. Das heißt, es gibt einen gewissen Abstand um den Stern herum, in denen ein Planet bewohnbar und belebbar ist. Jetzt können Sie sich vorstellen, ein Stern, der klein ist, also der weniger Leuchtkraft hat,
der hat eine bewohnbare Zone, die ist näher an ihm dran als ein Stern, der groß ist und viel mehr Leuchtkraft hat, dann wird die bewohnbare Zone weiter weg sein. Große Sterne haben Oberflächentemperaturen von 40.000 Grad. Was heißt das? Können Sie sich vielleicht nicht vorstellen. UV-Strahlung ohne Ende. Also so ein Stern würde seine Lebewesen, wenn sie in der falschen Zone liegen, einfach verbrutzeln. Die würden ständig unter Sonnenbrand leiden. Ständig. Wie ist es beim kleinen Stern? Nun, beim kleinen Stern, der, sagen wir mal, ein bisschen kälter ist als die Sonne, sagen wir ruhig 3.000 oder 4.000 Grad. Dieser kleine Stern, der hätte ja zunächst einmal den Vorteil, dass er nichts verbrennen würde. Man würde die Planeten schön nah dranbringen, an den Stern, kleiner Stern heranbringen, und dann könnten angenehme, sagen wir mal, angenehme 30 Grad auf dem Planeten existieren. Wie ist es hier im Sonnensystem? Nur mal kurz nebenher. Bei der Sonne ist die habitable, also die bewohnbare Zone, da sind drei Planeten drin. Sie werden lachen. Doch, drei Planeten, nämlich Venus, Erde und Mars. Venus ist ziemlich heiß, 475 Grad, also richtig heiß, 90 Atmosphären Druck. Und da ist überhaupt nichts, kein Leben. Mars ist ziemlich kalt, ist überhaupt so ein kleiner Brocken, der nur ein Zehntel Erdmasse. Und der hat eine Atmosphäre, atmosphärischen Druck wie bei uns in 48 Kilometer Höhe. Also wenn es die Marsianer gäbe, dann müssten die Brustkörbe haben wie ein Container, so groß, damit die beim Einatmen richtig überhaupt was zu sich nehmen können. Aber da gibt es ja auch kein Leben, das wissen wir inzwischen. Einzig die Erde, die mitten in dieser bewohnbaren Zone liegt, die hat es irgendwie hingekriegt, dass Leben entsteht. Aber das nur am Rande. Wir kommen wieder zurück zu den kleineren Sternen. Kleinere Sterne haben also eine Lebenszone, die sehr nah an ihnen ist. Und jetzt denken Sie an die Mond-Erde-Geschichte. Erinnern Sie sich noch? Diese beiden Körper hatten sich ja abgebremst. Der Mond war ja in seiner Eigendrehung so stark abgebremst worden, dass er sich nur noch genau einmal dreht. Bei einer Umdrehung. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Die bewohnbare Zone um einen kleinen Stern, und das sind die meisten. Die meisten Sterne sind viel kleiner als die Sonne. 95% aller Sterne sind viel kleiner als die Sonne. Die bewohnbare Zone um diese kleineren Sterne herum ist innerhalb des Abstandes, bei dem die Planeten in ihrer Eigendrehung synchronisiert sind. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Natürlich kann man einen Planeten also in die Nähe bringen, eines Sterns, sodass die Temperaturen, wenn er sich drehen könnte, angenehm wären. Aber er kann sich nicht drehen. Gibt es dafür irgendwelche Beweise? Wir haben hier in unserem Sonnensystem einen solchen Planeten, der erfährt gerade, also das heißt gerade seit 4,5 Milliarden Jahren hat er es damit zu tun, dass er sehr nah an der Sonne steht und innerhalb dieses sogenannten Tidal-Lock-Radius steht. Das ist der Merkur. Gut, jetzt hat Merkur keine Atmosphäre und niemand vermutet auf dem Merkur Leben. Aber man sieht am Merkur, wie er sich fast synchronisiert hat. Der dreht sich noch genau dreimal in 2 Jahren, der arme Hund. Das war's. Also das heißt, wir können für die meisten Sterne in unserer Milchstraße, müssen wir leider sagen, dass es die Planeten, wenn es sie denn gibt, sie sicherlich kaum bewohnbare Oberflächen haben. Warum? Nun, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Planeten, der wird von der einen Seite ständig beleuchtet und bestrahlt, von seinem Muttergestirn nämlich, und die andere Seite ist immer im Dunkeln. Können Sie sich schon vorstellen, was passiert? Die eine Seite wird immer heißer und heißer, das heißt, die Atmosphäre verdampft. Die andere Seite muss also nachliefern, immer Atmosphäre nachliefern. Und Kollegen von mir haben das schon mal simuliert und haben dabei herausgekriegt, dass in relativ kurzer Zeit die Atmosphäre verschwindet. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil die eine Seite so schnell Gas verliert durch die Verdampfung, dass die andere Seite es gar nicht mehr nachliefern kann. Und auf die Art und Weise fallen diese Systeme mit kleinen Sternen quasi weg. Jetzt werden Sie sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe ja von den großen Sternen gesprochen. Vielleicht sind ja die großen Sterne interessant für außerirdisches Leben. Tja, die großen Sterne haben einen Nachteil. Sie sterben zu schnell. Wie kommt das? Nun, Sterne sind ja Fusionsreaktoren. Und die Kernfusionsrate, also die Rate, mit der im Innern Kerne miteinander verschmolzen werden, das hängt davon ab, wie viel Druck auf der zentralen Maschine lastet. Wie kommt das? Nun, der Druck hat etwas damit zu tun, wie schwer der Stern ist. Also je mehr Druck von außen auf diesem Zentralofen landet, umso schneller wird was verbrannt. Große Sterne sind schwere Sterne, sind viel schwerer als die Sonne, und deswegen sind die Fusionsprozesse im Innern so wahnsinnig viel schneller als auf der Sonne. Also bei einigen dieser großen Brocken ist die Lebensdauer nach 10 Millionen Jahren zu Ende. Was können wir daraus lernen? Naja, gucken wir mal, wie es auf der Erde nach 10 Millionen Jahren ausgesehen hat. Es war ein ziemlicher Hammer. Nix.
Da schlug es noch ein, gnadenlos schlugen irgendwelche großen und kleinen Planetoiden ein. Die Oberfläche war im Wesentlichen noch flüssig. Und auf die Art und Weise, das wissen wir heute aus den Sedimentgesteinen, kann man sagen, da gab es noch kein Leben. Nach 10 Millionen Jahren kann es noch kein gescheites Leben geben, schon gar keine Menschen sozusagen oder größeren, schweren, komplexeren Lebewesen. Das gab es alles nicht. Also 10 Millionen Jahre ist definitiv zu kurz. Wir können also die kleinen Sterne alle wegnehmen, weil da sind die Planeten alle synchronisiert. Die großen Sterne müssen wir alle wegnehmen, weil die leben viel zu kurz. Außerdem sind sie viel zu heiß. Bleiben nur noch Sterne übrig, die G-Sterne. Also, für die Experten am Rande, die Sonne ist ein G-Stern. Ein, um es sich leicht zu merken, ein guter Stern. G-Sterne sind also sozusagen die Sterne der Wahl für das Leben im Universum. Das Dumme an den G-Sternen ist aber, und das wissen wir auch erst seit, in den letzten Jahren hat man das mit immer mehr und mehr Beobachtungen bestätigen können, die meisten G-Sterne entstehen als Mehrfachsysteme. Mehrfach, ist klar, Doppel. Das kleinste Mehrfachsystem ist natürlich ein Doppelstern. Also da drehen sich zwei Sterne umeinander. Dann gibt es noch Dreifachsysteme, wo sich drei Sterne umeinander drehen. Warum ist das so wichtig? Ist doch egal. Hauptsache es ist ein Stern da, werden Sie sagen. Nee. Versuchen Sie mal, einen Planeten zu machen in einem Doppelsternsystem. Planeten entstehen ja durch die Zusammenführung von Staubteilchen und von Gas und so weiter. Also die großen Planeten bei uns sind ja Gasplaneten, aber sie haben natürlich feste Kerne. Diese festen Kerne bestehen aus Staubteilchen, die zusammengeklebt sind. Wenn sie jetzt sich verändernde Schwerkraftfelder haben, und die haben sie natürlich, wenn sie zwei große Massen haben, die umeinander drehen, und vielleicht sogar drei große Massen, die sich umeinander drehen, dann werden die Staubteilchen entweder auf den einen Stern fallen oder auf den anderen. Aber auf keinen Fall kriegen sie schöne kreisrunde Orbits, kreisrunde Bahnen, wie in unserem Sonnensystem zustande. Und jetzt kommt noch was. Wir haben ja seit einiger Zeit, wissen wir ja, dass es Planeten um andere Sterne herum gibt. So seit 1995 hat man zum ersten Mal Planeten um einen anderen Stern herum gefunden. Inzwischen haben wir, glaube ich, 28 Systeme. Von 500 jungen G-Sternen sind 28 mit Planeten bedeckt. Das sagt aber noch nichts. Also wir sind einfach mit der Empfindlichkeit noch nicht gut genug. Wir werden sicherlich noch mehr finden in nächster Zeit. Aber was wir bis heute gefunden haben, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Das sind Planeten mit einer Exzentrizität, also ihre Bahnen sind überhaupt nicht kreisrund, sondern die sind so eirig. Die kommen mal dem sehr nah, dann sind sie wieder sehr weit weg. Das ist dramatisch. Die sind so exzentrisch, diese Bahnen, wie überhaupt auch diese Planeten exzentrisch sind, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass es in diesen Systemen überhaupt noch andere Planeten geben kann. Denn wenn sich so ein Brocken, das was man da nämlich entdeckt hat, sind Planeten, die sind mindestens so schwer wie der Jupiter, wenn sich so ein schwerer Brocken durch ein Sonnensystem bewegt, dann wirft der durch die Schwerkraftwirkung, die er auf seine Umgebung ausübt, alle anderen Körper raus. Im Übrigen konnten diese schweren Brocken, die man da entdeckt hat, auch gar nicht so weit innen, wie man sie entdeckt hat, entstehen. Die sind nämlich sehr, sehr weit innen drin, sondern die mussten von außen reinwandern. Und dann bleibt am Ende fast in diesem System überhaupt nichts mehr übrig. Wenn man sich das alles so betrachtet, die Ödnis des Universums und die Schönheit auf unserer Erde, dann ist das Streben der Menschen nach den Sternen manchmal so, als ob ein Einwohner von Hawaii sich einen Erholungsurlaub in der Sahara bestellen will. Bis demnächst.